Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables 3, der Schmerz der Schneekönigin. Hatte ich jetzt hier drin alles? Ich glaube schon. Ich mache mich jetzt mal hier an das Rätsel und wir gucken mal, ob ich das diesmal gebacken kriege. Wir sollen ja 14 Grüne schon alleine schaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, ich glaube, ich muss hier lang gehen. Oh Gott, noch ein roter, dann wäre das gewesen. Ein grüner noch. Mhm. Puh. Ich gehe mal wieder zurück, weil ich weiß schon komplett am Anfang nicht, was ich machen soll. Die blauen sind einfach so schwierig. Ach, die roten habe ich jetzt auch schon alle. Mhm. Mano. Man muss echt so viel mitnehmen. Mir fehlen immer noch drei blaue. Ich hätte hier noch einen Schlenker machen können. Und hier vielleicht noch einen Schlenker, dann hätte ich auch noch einen grünen gehabt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es klappt ja wieder nicht. Eins, zwei. Scheiße, den roten hatte ich schon. Ach Mann, das macht mich hier voll confused, das Rätsel. Ich weiß, dass es jetzt schon wieder so wird wie das erste Mal. Das zweite Mal lief ganz gut. Vielleicht war es auch nur Glück, weil ich gleich den richtigen Weg genommen habe. Ich weiß es nicht. Einfach mal so eine Runde um den roten rum. Vielleicht hilft das ja. Ich habe einen grünen zu viel genommen. Der Weg ist ja an sich gar nicht schlecht. Mir fehlen meistens immer nur so ein, zwei Geschichtchens. Oh Gott. Vielleicht muss ich direkt doch mal mitzählen. Will aber nicht. Keine Lust.
noch zwei grüne und fünf blaue. Wie soll ich das denn schaffen? So, ich darf keinen roten mehr nehmen. Ich darf nur noch einen grünen nehmen. Ein blauer geht noch. Scheiße, und schon habe ich's vergeigt. Kacke. Oh Mann. Wäre der blaue jetzt hier oder so, dann hätte ich's geschafft. Aber nee. Ja, yay. Okay, vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten mitgenommen. Krieg die blauen jetzt schon nicht mehr hin. Ah, ich wusste, dass es meine Zeit kosten wird, dieses Rätsel wieder zu machen. Ich weiß auch nicht, wie andere das immer schaffen, die das so einmal machen und dann haben sie es geschafft. Ich habe keinen Plan, wie das, keine Ahnung. Ich meine, ich bewundere das, aber es ist mir echt ein Rätsel, wie man das kann. Nee, hier will ich zurück. Das schaffe ich schon wieder nicht. Ich habe nur noch ein Grün. Das darf ich doch gar nicht. Ich könnte höchstens den Blauen hier noch nehmen. Doch, den Roten, den Blauen. Oh, yay! Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Gott, bin ich froh. Okay. Egal, jetzt denke ich nie wieder darüber nach. Und habe das Eiszepter bekommen. Hinter dem Wasserfall scheint etwas zu sein. Was könnte es sein? Ich weiß es nicht. Säule soll etwas Schweres tragen. Dann würde ich sagen, bringen wir doch sonst einfach mal hier unser Krönchen weg. Ist hier noch ein Chamäleon-Objekt? Dann hätte ich es jetzt ganz gerne mal gesehen. Ich sehe es aber nicht. Außerdem ist die Schrift immer im Weg. Da drinnen vielleicht? Bewegt sich hier irgendwas? Nein, ich glaube nicht so. Hier vielleicht? Der Baum? Nee. Was kann ich mit dem Eiszepter jetzt eigentlich Schönes machen? Ich weiß es nicht. Okay, dann, ja. Warum sollte ich da rausgehen, oder? Wo war denn das mit der Krone? Ich bin gerade... Hier bist du. Wo war denn das nochmal? Kannte man die Krone? War das nicht sogar weiter vorne? Nee, warte, das war doch hier, oder? Ja, genau. Ha, okay. Löse das Rätsel, indem du jeden der interaktiven Bereiche abschließt. Was mache ich jetzt am besten? Ah, okay. Das verstehe ich noch nicht. Machen wir mal hier zwei. Da müsst du dann die einen finden. Ist aber irgendwie nicht so. Hier steht jetzt Gandalf. Und nochmal Gandalf. Und was kann ich hier holen? Flügel. Den gebe ich dem Adler. Was habe ich hier noch so? Also ich schätze mal vielleicht die Königin und der König. Gibt es den überhaupt hier? Ah, alles klar. Hier ist der andere Flügel. Müssen wir nur noch die richtige Zahl irgendwie hinbekommen oder so?
Wieso zeigt er mir den Turm? Okay, das ist anscheinend nicht richtig. Ah, das war richtig. Cool. Okay. Und das Wappen. Das packen wir hier rein. Sehr schön. Was habe ich Tolles bekommen? Ein Ritterschild. Das wird aber wohl nicht dem hier gehören. Mhm. Okay. Gab es hier eigentlich noch was? Ich hatte das Gefühl damals, wir wären hier noch gar nicht fertig, aber anscheinend habe ich mich getäuscht. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich nicht alles finde, vor allem die Geschichte nicht. Das würde mich echt ärgern. Es sieht aus, als würde da was liegen. Tut's aber irgendwie nicht. Na gut, dann nicht. Was ist mit dem Schmuckkästchen? Na gut. Da ist wieder der Schmetterling, der mich irritiert. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Hier wird mir auch nichts mehr gesagt irgendwie, was ich tun soll. Vielleicht dem Ritter das Schild geben? Ah. Okay, was habe ich in dem Schild? Befindet sich das Bild eines Zimmers hinter dem Wasserfall. Okay. Ach Quatsch, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Wenn ich so das Geklocker dieser Schuhe höre, dann bin ich doch am Zweifeln, ob der Detective doch eine Frau ist. Ja. Naja. Ich habe von dem goldenen Baum gehört, seine Äpfel sollen bla bla. Also das ist doch der Wasserfall dann, oder? Kann ich dann hier was machen? Was ist eigentlich mit dem Phönix-Porträt? Was mache ich damit? Ich weiß es nicht. Bin aber auch irgendwie falsch hier. Ich soll noch... Ach, hier, der Wasserfall. Ich doofe. Hinter dem Wasserfall scheint etwas zu sein. Wie mache ich das jetzt? Mit dem Magic-Lichtstrahl. Ich muss da bestimmt einfach irgendwas drauf tun. Was denn? Oder ich mache den zu Eis, den Wasserfall. Auch nicht. Ach, hier gibt es noch was. Zu wimmeln. Haben wir in diesem Part noch gar nicht gemacht. Das war sehr ungewöhnlich. Ich habe eigentlich darauf gehofft. So, dann das und das und das. Und das und was Buntes da oben. Eine Statue. So ein Kranz oder so. Da. Ein das da. Und so ein... Ja, genau. Bin fertig. Alles klar. Gut, was habe ich jetzt? Eine Spiegelstatue. Okay, was kann ich denn mit der jetzt Feines machen? Ich weiß es nicht. Kann ich da was reinschmeißen in den Kochtopf? Nicht. Ich gucke nach Chamäleon. Das Chamäleon möchte aber nicht. So. Der Lichtstrahl hat es dahin reflektiert und das Zaubertor ist aufgegangen. Der Strahl von der Statue und so bla bla. Wieder was zu wimmeln. Jetzt dafür direkt hintereinander. Ja. So, eine blaue Kugel.
ein Diamant. So ein Flügel-Dügel-Dings. Das da? Nein. Wo ist es denn? Sieht alles gleich aus hier. Und auch das längliche Ding, das da? Nee. Das sieht mir alles etwas zu ähnlich aus. Also hier muss doch noch irgendwas versteckt sein. Okay, das war das eine Teil schon mal. Und wo ist jetzt das andere? Den hole ich mir jetzt. So. Wo denn? Nee, ist klar. Völlig, völlig getan. Ganz klein da hinten. Okay, gut. Was haben wir jetzt? Noch ein Juwel. Das Gemälde sieht so real aus. Es ist, als ob ich einfach hineingehen könnte. So wahrscheinlich auch oder so. Parabelteil. Okay, 5 von 6. Jetzt fehlt uns nur noch eins. Dann haben wir sie alle. Dies scheint ein ganz normaler Spiegel zu sein. Er stellt unsere Welt so dar, wie wir sie kennen. Aha, das ist die Nachbildung des wahren Spiegels. Er scheint jedoch nicht zu funktionieren. Hier ist ein Splitter des falschen Spiegels. Das ist aber der wahre Spiegel gewesen, dann hier da. Aha. Kapitel 7. Cool. Dann haben wir den Splitter jetzt eingesetzt. Und nochmal wimmeln, alles klar. Mache ich direkt. Wenn wir das tun sollen, tue ich das ganz schnell. Damit wir alle ganz schnell wissen, wie es dann bald weitergeht. So, das da fehlt mir noch. Und dann so ein Flügel fehlt mir noch. Da. Tada! Okay. Gut. 3 von 4. 5 Juwelen. Ein Chamäleon. 16 von 20. Oh Gott, ob ich die 4 noch zusammenkriege, ich weiß es nicht. Hier können wir dann immer wieder zurück in diese Welt. Alles klar. Stehe im Spiegelzimmer. Das Zimmer zeigt die Welt genauso wie der nun aktivierte Spiegel. Ist aber ganz cool eigentlich. Also die Idee. Jetzt sind wir wieder hier. Wohin sind all die Pflanzen verschwunden? Alles, was übrig sind die toten Zweige und so. Tja, ich weiß auch nicht. Das Gemälde ist nur mit Schnee bedeckt. Wenn Schneewittchen den falschen Spiegel wiederherstellt, wird unsere Welt ihrer eiskalten Trauer erliegen. Ja. Ja, das wird so sein. Okay. Ich muss irgendwie den anderen Splitter noch finden, wie es aussieht. Und ich suche hier die ganze Zeit weiter, gerade was ich machen kann. Was ich natürlich noch machen könnte, wäre erstmal wieder in die andere Welt und dann rausgehen. Geht das? Aber dann tut sich hier gar nichts, oder was? Okay. Gut, dann schauen wir uns im nächsten Part weiter um mit Dark Parables 3, der Schmerz der Schneekönigin. Ich freue mich auf das, was uns noch so erwartet. Ich hoffe, euch auch. Bis dann!